Nachdem sich Sportdirektor Ralf Rangnick bereits zuvor für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Engländer stark gemacht hatte, sprach sich Trainer Ralf Hasenhüttl am Donnerstag ebenfalls dafür aus. Punkt. 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 Auch ich wäre einer weiteren Verpflichtung nicht abgeneigt, sagte der Österreicher über den 20-Jährigen, den RB im vergangenen Winter vom FC Everton bis Saisonende ausgeliehen hatte. Das ist im Winter schon ein wichtiger Transfer gewesen. Ich hoffe, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, sagte Hasenhüttl. Wie Rangnick zuvor im Kicker mitgeteilt hatte, entscheide Everton maßgeblich über die Zukunft Lookmans. Dort besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Kontrakt bis 2021, die Leipziger besitzen keine Klausel im Leihvertrag. In bislang 7 Spielen für Leipzig erzielte Lookman 2 Treffer und gab eine Vorlage. In der Europa League war er indessen nicht spielberechtigt gewesen, da er zuvor schon für Everton aufgelaufen war. Im Saisonendspurt und dem Kampf um die Champions League-Ränge, der am Samstag 15.30 Uhr Sky mit dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim eingeläutet wird, will Hasenhüttl verstärkt auf Lookman setzen, da sich mit Marcel Sabitzer, Schulter-OP-Runde, Klammer ein Stammspieler auf der Außenbahn vorzeitig in die Sommerpause verabschiedet hat. Er wird sicherlich in den 4 Spielen noch viel Einsatzzeit bekommen, sagte Hasenhüttl.